Servus Leute, ich melde mich nochmal, weil ich privat einige Anfragen bekommen habe, warum denn das Video der heutigen AfD-Veranstaltung in Kaltnordheim mit Vivian Rottstedt und Herrn Brandner bzw. der Diakonie Meiningen, Herzstadt Hetze, gelöscht worden ist. Ja, das war mein eigener Fehler. Ich hatte vorher zwei, drei Test-Livestreams gemacht, weil das ohnehin heute mein erster Livestream war. Und dabei, weil ich einfach ein bisschen Ordnung haben wollte in meinen ganzen Daten, habe ich mir gedacht, löschen wir einfach mal die Teststreams, und da keine bestimmten Thumbnails sind, sondern nur mein eigenes ja, Kanallogo, konnte ich das nicht auf Anhieb erkennen, welches das Richtige war. Weiß ich jetzt auch. Naja, habe das Falsche gelöscht. Gut, sollte nicht wieder vorkommen, die Chance, so eine objektive Berichterstattung durchzuführen, wird wahrscheinlich in nächster Zeit nicht so in dieser Art und Weise vorkommen. Deswegen ist es auch doppelt schade, und ich könnte mir selbst im Arsch beißen. Ich wünsche mir, ich hätte das alles irgendwie ein bisschen früher organisiert, aber mir kam es heute Morgen erst spontan in den Sinn, das so zu gestalten und möglichst beide Parteien, ja, ein Gehör zu verschaffen, ja. Mehr eigentlich nicht. Sollte möglichst objektiv sein. Ich glaube, es ist mir auch gelungen, aber ja, wir können uns jetzt keine Meinung mehr bilden, und geschehen ist geschehen. Wenn die Chance nochmal besteht, würde ich das wieder tun. Okay. Ja, somit entlasse ich euch in einen, naja, in einen späten Donnerstagabend. Genießt das Wetter. Ich genieße es auch. Und habt ein schönes Wochenende. Morgen ist schon Freitag. Servus, bis bald.